Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde und Freundinnen, hier bei Yellow Fortress. Heute zeige ich euch einen Deckbuchfall von Gigir. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt an. Wir spielen halt eine Bonus-Engine drin und das wäre Trap Tricks mit einer Idee und 3 Mimelio. Wir spielen eben 3 Mimelio und nur eine Idee, Dionea, weil Dionea ist so, ja, nur als so kleines Backup da, als Bonus-Engine. Die Trap Tricks Mimelio eben, die kannst du first dann gut normen und kannst dir dann halt eben, je nachdem welches Deck der Gegner spielt, die passende Fallgrube raussuchen. Dann kommen wir zum Standard-Line-Up. 3 Arsenal, 3 getriebige Autos, 3 getriebige Abwehr. Ja, mehr gibt es eigentlich hauptsächlich nicht, weil klar, mit Arsenal suchst du dir Abwehr im First Turn. Also kannst du halt hinterher special und direkt die Ranked Force machen. Und was wir halt noch zusätzlich spielen, sind die Kleinen. Wir spielen 3 MK2, weil wenn du ihn normalst, kannst du einfach Abwehr wieder holen. Den setzt du ja verdeckt, um mehr Suchplays zu haben. Und den einen Gigiano, um die halt austauschen zu können oder halt ihn aus dem Grave zu special, wenn du den MK2 normals für Rank 3s. Dann Zauber auch relativ standard mit einer Instant Fusion, klar. Dann 2 Twin Twister, weil ist einfach nur viel besser als MST. Das sind auch die einzigen Zauber, die wir spielen. Jetzt kommen wir zu den Traps. 3 Gigi-Gear, auch wenn wir nur 4 Gigiano spielen, klar. Weil bringt mehr Consistency. Rank 4 geht dann halt schneller, weil die kriegen ja eine Stufe drauf. Und ja, wenn man sie halt nicht hat, kann man sie gut mit Twin Twister zum Beispiel wegwerfen oder so. Dann spielen wir 2 Storming Mirror Force. Aus dem Grund, ich habe die Rippling nicht, also die, die zurückmischt. Und sie ist halt besser als normale Mirror Force, auch für Gigir. Dann, was wenige Leute spielen, was krass gut ist, ist Starlight Road, also Straße zum Sternenlicht. Aus dem Grund, viele spielen Twin Twister, damit annullierst du Twin Twister, kannst dann halt einen Stardust holen. Auch ganz gut in dem Deck, vor allem wegen der Twin Twister und fast jeder spielt sie Main oder Side. Dann kommen wir zu unseren Fallgruben. Das sind 2 Feinstellerinnen Fallgruben, eine Timespace und eine Bottomless. Dann spielen wir, um noch mehr Consistency reinzukriegen, 3 Ruf der Gejagten, weil wir eben damit wieder Arme rausholen können, wieder suchen und das ganze Zeug. Bessere Rank 4 Plays wieder, klar. 3 Fiendish, weil ich habe keine Strikes, sonst würde ich 3 Strikes spielen. Deswegen 3 Fiendish ist ganz gut. Dann spielen wir Main, was fast niemand spielt, eben wegen Cosmo und so. 2 Schatten, sperrende Spiegel. Weil Cosmo, Monarchen, BA, dann ist die ziemlich gut im Main und sie hittet einen halt selber nicht. Und zu guter Letzt spielen wir halt eben noch die eine Warning. Weil Warning. Gibt keine Erklärung, ist einfach Warning. Und war dann kommen wir jetzt zum Extra-Deck. Dann spielen wir ziemlich standard 3 Getriebe-Riesen X. Dann spiele ich nur ein Getriebe-Riesen XG. Weil wir haben eben nur 4. Kommt man zu selten drauf, deswegen nur einer ist ganz gut. Dann halt relativ standard ein Arc, 2 Castell, 2 Dweller. Dann spiele ich ein Dark Rebellion, aus dem Grund, dass man halt sonst schlecht über den Dark Eclipse oder so drüber kommt. Vor allem in Gigir. Ein Cowboy for Game. Dann haben wir halt noch einen Super Quantal, weil gute Dev, der Effekt ist gut. Alucard zum Schießen vom Backwurf, falls welche da sein sollte. Und ich spiele halt einen Mech bestücken, weil ich keine Semmelminen habe. Aber er ist halt auch gut, weil man kann halt sehr gut, man kann halt sich gut saven, weil man gut seinen X damit saven kann und dann passt das. Dann halt klar den einen Norden, wegen der Instant. Und zu guter Letzt wegen der Starlight World eben den Stardust. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Deck. Es ist klar, es ist kein Meta-Deck und so, es ist immer noch gut spielbar. Und ja, schaut einfach bei den anderen Deck-Profiles vorbei und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Yellow Fortress. Ciao.